eines der erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal, das längste Video auf meinem Kanal, die nur freie Spieler-Challenge aus FIFA 21. Heute wage ich mich erneut an diese Aufgabe im IFC 24 und versuche Dynamo Dresden nur über freie Spieler zum Champions League-Sieger zu machen. Servus oder so und willkommen zu einer brandneuen Sprint to Glory. Die hatte ich ja schon in der Nur-Vorverträge-Challenge angekündigt. Und jetzt ist es also soweit. Mal schauen, wie lange es dieses Mal dauert, wenn ich wirklich wieder nur freie Spieler die ganze Zeit hole. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen. Wir fangen jetzt hier natürlich nicht direkt damit an, die ersten freien Spieler zu verpflichten. Nein, erstmal wird das Team auf Vordermann gebracht, indem ich die ganzen Verträge hier gleich verlängere. Und es werden auch einige Jungs den Verein verlassen müssen. Obwohl wir mit zusätzlichem Geld eigentlich gar nicht so viel anfangen können, weil die freien Spieler kosten ja keine Ablöse. Es gibt aber trotzdem einen Weg, wie wir sinnvoll Geld ausgeben können. Und den zeige ich euch auch gleich. Erstmal stelle ich euch den ersten Neuzugang vor. Marko Staminic. Wir dürfen da nicht zu lange warten. Der ist 21, hat schon eine 69. Ansonsten schnappt sich den möglicherweise noch ein anderer Verein. Der zeigt sogar direkt großes Potenzial. So, jetzt aber, was meine ich? Die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso schon. Wir stellen uns ein paar richtig gute Mitarbeiter ein, damit sich unsere Spieler maximal gut entwickeln können. Denn das wird natürlich auch extrem wichtig bei dieser Challenge. Deshalb verpflichte ich hier auch direkt mal die jüngeren Spieler, die noch ordentlich Potenzial haben, wie Matthew Garbett ist der nächste Neuseeländer, für den ich auch extra das Spielsystem angepasst habe. Dann können wir jetzt auch erstmal entspannt noch ein bisschen weiter verkaufen und dann gehen wir aber wieder zurück in die Transferoffensive und verpflichten Cesar Huerta, einen mexikanischen linken Flügel, 22 Jahre alt und schon eine 74er Gesamtstärke. Der ist auf einen Schlag der mit Abstand beste Spieler bei uns in der Mannschaft. Ich musste ihm aber jetzt noch ein Spielergesicht einfügen, weil der könnte potenziell echt lange hier bleiben. Für links hinten hole ich Homam Ahmed. Der spielt für die Nationalmannschaft von Katar und die sind sowieso so ziemlich alle in den freien Spielern zu finden. Und Mexikaner halt, wie Eric Sanchez, der einfach jetzt mit einer 75 in der dritten Liga spielt. Oder aber Osiel Herrera, den plane ich auf dem rechten Flügel ein. In den Jungen hier habe ich wirklich ganz viel Hoffnung. Das ist Labrovic, ein 23-jähriger kroatischer Torhüter und der Kollege hat auch einfach 80 Potenzial. Zwei IVs habe ich uns noch geschnappt. Die kommen natürlich aus Mexiko und Katar. Aber damit habe ich jetzt schon fast die ganze Mannschaft umgebaut. Und ich bin immer noch nicht fertig. Unser neuer Stürmer ist ab sofort Almoez Ali. Sorry, Kutschke. Du wirst leider verkauft, genauso wie viele andere. Und theoretisch gäbe es noch so viele weitere richtig, richtig gute Spieler. Aber ich habe versucht, vor allem auf die Jüngeren zu setzen, weil das langfristig am besten ist. Und die Mannschaft ist ja auch so schon viel zu stark für die dritte Liga. Das Ziel muss ganz klar der Aufstieg sein. Für die Dresden-Fans tut es mir natürlich leid, dass ich direkt so viele von ihren Spielern verkauft habe und jetzt auch noch einige freigeben werde. Aber der Kader muss einfach ausgedünnt werden und wir brauchen die Kohle ja nicht. Ich meine, ihr müsst es positiv sehen. Ich entwickle euren Verein hier höchstwahrscheinlich zum Besten der Welt. Und auf dem Weg dahin sollten wir jetzt in der ersten Saison natürlich unbedingt in die zweite Bundesliga aufsteigen. Denn da gehört diese Mannschaft mal mindestens hin. Ja, und natürlich werden wir Erster, wir knacken sogar die 100-Punkte-Marke, verlieren kein einziges Spiel in der ganzen Saison, bis auf das Spiel im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegen Freiburg. Aber das kann schon mal passieren. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Die spielen doch erste Liga. So weit sind wir noch nicht. Aber jetzt auch nicht mehr extrem weit davon entfernt. So ein Durchmarsch in die erste Liga, das könnte schon funktionieren. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, was für neue freie Spieler gleich auf den Markt gespielt werden. Zu Beginn der zweiten Saison haben wir jetzt die Situation, dass einige Spieler weg wollen. Die hatten alle Stammspielerambitionen zu Beginn der letzten Saison, wurden dann aber verdrängt durch die neuen Spieler und ich werde die alle gehen lassen. Man kann davon ausgehen, dass wir guten Ersatz in den freien Spielern finden. Ich hole da jetzt aber extra nicht einen Jorginho, sondern einen jüngeren Spieler, der aber nicht besser ist als Staminic. Für den Sturm holen wir gleich zwei ganz neue Spieler, Elio Martin oder so und Aaron Green. Ich will einfach mal schauen, wer sich von beiden durchsetzt. Dafür wird Ali nach einer Saison wieder abgegeben. Oha, und eigentlich muss ich auf Martin setzen, weil der ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Dann kann ich Aaron Green ja im Prinzip gleich wieder freigeben. Ich muss Ali aber trotzdem verkaufen, weil der ihm sonst die Spielzeit klaut. Und deshalb hole ich jetzt einfach auch noch John Amos, auch ein junger Spieler. 18 Jahre jung aus Nigeria. Und jetzt gehe ich einfach noch schön jede Position durch und schaue, ob ich möglicherweise einen besseren Spieler auf dem Markt finde, als was wir aktuell in der Startelf haben. Und das trifft auf Timothée Leroy auf alle Fälle zu. Ein
französischer Keeper, 20 Jahre alt, hat eine 79. Es tut mir ja leid, Labrovic, aber du wirst nach einer Saison schon ersetzt. Aber ich gebe ihm auch direkt einen neuen Vertrag. Aber er hat zum Glück auch direkt als Rolle Rotation akzeptiert. Ey, die Challenge wird echt so viel einfacher als in FIFA 21. Weil scheinbar die ganzen Regens, oder zumindest viele davon, erstmal freie Spieler sind. So werde ich wahrscheinlich so ziemlich auf jeder Position nochmal einen besseren Spieler finden. Für die Innenverteidigung hole ich jetzt immerhin nur einen Spieler, namens Michele Berardi. Ey, aber der neue Linksverteidiger hat einfach schon wieder eine 79 direkt zu Beginn. Fürs offensive Mittelfeld hole ich jetzt tatsächlich mal wieder einen Spieler, den es auch in echt gibt. Der Südkoreaner Go Young-Yoon, der auch immerhin 81 Potenzial hat. Für die Offensive habe ich niemand besseren mehr gefunden. Und damit steht das Team für diese Saison jetzt. Heilige Scheiße, ist das gut und talentiert. Alle Spieler, die ich nicht mehr brauche, also die auf der Transferliste sind, werde ich einfach freigeben. Vielleicht bleiben die dann sogar freie Spieler. Und wir können sie, falls wir sie mal brauchen sollten, wieder zurückholen. Also eigentlich müsste der Durchmarsch in die erste Liga mit der Truppe easy klappen. Aber wir wollen uns mal nicht zu früh freuen. Andererseits, wenn ich mir dann die Mannschaft anschaue, also wenn wir damit nicht aufgestiegen sind in die erste Bundesliga, dann weiß ich auch nicht. Martin holt sich den Spieler des Monats Award und Dynamo Dresden wird Erster mit 12 Punkten Vorsprung. Es wundert mich ja schon fast, dass wir 4-mal verloren haben in dieser Saison. Im DFB-Pokal sind wir hoffentlich ein bisschen weitergekommen. Nee, da sind wir dieses Mal sogar schon in der ersten Runde rausgeflogen gegen Unterhaching. Das ist natürlich super bitter. Also eine Pokalmannschaft haben wir bis hierhin so ganz und gar nicht zusammengebaut. Aber trotzdem ist das so verrückt, dass wir nach 2 Saisons diese Mannschaft hier haben. Also die wird auch in der Bundesliga nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Im Tor habe ich halt so ein bisschen Sorge, weil Labrovic so viele Spiele gemacht hat. Und Leroy jetzt, glaube ich, sogar auf der Transferliste ist. Nee, ich konnte ihn runternehmen. Im Winter war es aber noch so. Top-Torjäger Martin, 21 Tore. Bester Vorlagengeber Erik Sanchez mit 15 Vorlagen. Dritte Saison und gerade der Anfang macht hier schon echt Bock, weil man immer extrem gespannt ist, was da für krasse neue freie Spieler dabei sind. Aber ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Spieler gefunden und ich habe alles durchgeschaut, der unsere Startelf besser machen würde. Ich meine, ich habe natürlich nur nach den jüngeren Spielern geschaut, weil die älteren helfen uns langfristig nichts. Die machen nur für den Jungen das Potenzial kaputt. Und deshalb habe ich jetzt einfach nur Yannick Arnold geholt. Ein Deutscher, 19 Jahre alt, 75er Gesamtstärke, 12 Millionen Euro Marktwert. Also der wird auch viel Potenzial haben. Den fand ich einfach super. Super interessant. Gesetzt ist aber immer noch Go Young-Yoon. Oha, der Arnold ist sogar ein aufregender Mann für die Zukunft. Also vielleicht wird er ja besser als unser Südkoreaner. Wobei, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gebe den einfach wieder frei, weil dann kann Arnold spielen. Und ich glaube, das ist langfristig tatsächlich besser für uns. Und er ist ja auch nur 2 Gesamtstärken schlechter. Und jetzt können wir halt auch direkt schon wieder eine Saison weiter simulieren. Ey, das ist so crazy, wie schnell wir hier einfach vorankommen. Also ich glaube nicht, dass das Video hier auch nur ansatzweise so lang wird wie das aus FIFA 21. Aber ich sollte mich besser nicht zu früh freuen. Ziel des Vorstands war ein Mittelfeldplatz. Und da hat man auch schon gesehen, welchen Rang wir jetzt am Ende belegt haben. Es ist der 6. Bedeutet, wir spielen nächstes Jahr direkt international und wir sind in der 3. Saison hier. Im Pokal läuft es aber immer noch nicht. Gut, da hatten wir halt aber auch irgendwann den FC Bayern als Gegner. Champions League Sieger wird der FC Bayern. Europa League Sieger Mailand. Conference League geht an Florenz. Das Champions League Finale war auch einfach Bayern gegen Dortmund. Richtige 2013er Vibes. Eliot Martin, 22 Tore. Bester Vorlagengeber Erik Sanchez. Der hat halt auch nur 83 Potenzial, ne? Da ist die Frage, ob ich den nicht auch irgendwann austauschen muss. Ach ja, eine kleine Info noch. Ich habe einen Spieler verliehen in der Winterpause. John Amos, denn der hatte Bock auf eine Leihe und ich dachte mir, so wichtig ist er sowieso nicht. Und dann verliert er vielleicht ein bisschen weniger Potenzial. Saison 4, unser Transferbudget liegt mittlerweile bei 76 Millionen. Wir werden aber natürlich wieder nichts davon für Ablösesummen ausgeben, wobei wir schon neue Spieler holen werden. Und zwar will Niklas Hauptmann weg und Zimmerscheid möchte verliehen werden. Also zumindest 19M werde ich auf alle Fälle holen. Und es gibt auch so ein paar Spieler, wo es halt fragwürdig ist, ob die wirklich die schlaueste Dauerlösung sind. Damit meine ich sogar einen Sanchez, aber auch einen Stamenic. Ja, und die beiden Innenverteidiger Berardi und Angulo. Aber natürlich hole ich nur Spieler, die auch direkt eine hohe Gesamtstärke haben. Und das ist er, unser neuer zentraler Mittelfeldspieler und definitiv gesetzt auf der Position Drago Jovanovic, der Regen von Luka Modric. Da werde ich jetzt Sanchez sogar einfach freigeben, auch wenn das unser Team natürlich erstmal schlechter macht. Als Backup für Jovanovic habe ich noch Joseph John geholt. Hier in Dresden wird sehr langfristig gedacht. Ey, aber was ist das denn jetzt bitte? Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich gesehen habe, was für ein Rechtsverteidiger da auf einmal bei den freien Spielern mit drin ist. Und
und was der vor allem direkt für eine Gesamtstärke hat. Matthew Foster kommt mit einer 88 daher. Das muss der Preachen von Alexander Arnold sein. Warum Preachen und nicht Reachen? Weil Trent natürlich noch spielt mit 27. Aber das ist jetzt natürlich komplett crazy. Weil eigentlich wollte ich rechts hinten was ähnliches machen wie im zentralen Mittelfeld. So ein kurzfristiges Downgrade, aber ein langfristiges Upgrade. Aber Foster ist halt schon Endgame-ERV. Was ähnliches darf jetzt gerne noch in der Innenverteidigung passieren. Aber leider nichts dergleichen. Gute Innenverteidiger sind selten in IFC. Aber dafür habe ich jetzt Tom Fischer, den Torwart, gefunden. Und der muss eigentlich der Regen von Manuel Neuer sein. Und deshalb werde ich den Timothée jetzt einfach wieder freigeben. Obwohl der eigentlich auch richtig krass war. Aber Fischer hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Wir bauen hier so eine Monstermannschaft auf. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum EA die Regens umgestellt hat. Warum die jetzt immer als freie Spieler ins Game reinkommen. Das fand ich eigentlich schon immer cooler, dass sie in der Liga gelandet sind, bei einem zufälligen Verein, bei denen eben ihr Vorbild vorher gespielt hat. Jean Lucas ist ein super talentierter Sechser und Fabio Cardoso einer für die Innenverteidigung. Der lernt die Position auch in 2 Wochen. Da muss ich halt jetzt leider Berardi freigeben. Und auf der 6 muss Markus Damenic gehen. Das Team wird mal wieder schlechter und gleichzeitig besser. Aber es werden auch einfach immer mehr Regens, auf die muss ich setzen. Es wäre doch einfach nur dumm, wenn ich so einen Julio Fernandes nicht holen würde. Der übertrifft jetzt wirklich nochmal alles. Deshalb kommt hier auch so eine andere Katze mit Ball unterschreiben. Denn der Typ hat nicht nur eine 88er Gesamtstärke, sondern auch ein 90-Plus-Potenzial. Und es müsste eigentlich der Regen von Messi sein. Bekommt die Nummer 11 hier. Mit der 10 hätte ich ihn natürlich noch ein Stückchen mehr gefühlt. Ich glaube, der hat auch 5 Sterne Weakfoot, 5 Sterne Skills. Und da ist er. Marktwert von 123 Millionen. Jetzt ist nur die Frage, wird er ein Stürmer oder ein offensiver Mittelfeldspieler? Offensiver Mittelfeldspieler wäre mir lieber, aber es hängt davon ab, zu was man ihn schneller umformen kann. Stürmer dauert viel zu lange, er wird ein ZOM. Er setzt damit Arnold in der Mannschaft. Garbett kann gehen. Und ich habe jetzt halt noch nicht mal die Flügel- und die Stürmerposition durchgeschaut. Aber da war jetzt tatsächlich kein so krasser Spieler mehr dabei, der uns irgendwie weitergeholfen hätte. Deswegen bleibt die Dreierreihe da vorne Herrera, Martin und Huerta. Die ist ja auch schon ganz ordentlich. Die Ersatzbank und Reserve, also generell so die ganzen Ersatzspieler, werde ich upgraden, sobald wir theoretisch die Champions League gewinnen können. Also für den Wettbewerb qualifiziert sind. Das ist ja jetzt in dieser Saison noch nicht so weit. Wobei das ja auch schon ganz von selbst immer so nach und nach passiert. In der FIFA 21 Sprint to Glory mit nur freien Spielern habe ich die Champions League im Jahr 2033, glaube ich, gewonnen. Hier wird es deutlich früher passieren. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wir sind mittlerweile 2027 und haben dieses Team hier. Die ersten Spieler haben eine 90 plus Gesamtstärke. Das restliche Team entwickelt sich auch richtig, richtig gut. So, was ich in der Simulation gesehen habe, lief es aber trotzdem nicht so richtig toll. In der Bundesliga werden wir nur Vierter. Also irgendwie ist es dieses Jahr in EFC echt schwer, auch richtig gut zu performen. Im Pokal sind wir immerhin bis ins Halbfinale gekommen. Das ist ein großer Fortschritt, aber unser Team sieht nach meinem Geschmack jetzt eigentlich schon nach mehr aus. In der Euroleague waren wir im Achtelfinale, sind da schon gegen Aston Villa rausgeflogen. Also das ist enttäuschend. Da erwarte ich mir nächstes Jahr in der Champions League mehr. Top-Torschütze wurde Huerta, also der ist echt sehr, sehr krass. Das ist halt wirklich gelohnt, dass ich ihm richtiges Gesicht verpasst habe. In der 5. Saison spielen wir zum ersten Mal Champions League. Und ich habe ja angekündigt, sobald es soweit ist, wird die Ersatzbank nochmal deutlich aufgewertet. Ich gehe wieder alle Positionen durch und werde so ziemlich überall den besten Spieler holen, den ich finden kann. Und da hätte auch ein Keeper dazu gehört, aber ich finde die alle nicht gut genug. Dann bleibt eben Labrovic hier, obwohl der eigentlich einen Wechsel gefordert hat. Eine ähnliche Situation gibt es rechts hinten. Da habe ich aber jemanden gefunden mit genügend Qualität für unsere Bank, Connor Bradley. Dann kann Campos gehen, auch der hat einen Wechsel gefordert. Das Problem ist halt wahrscheinlich, dass ich immer noch nur junge Spieler hole. Also ich könnte schon bessere finden. Und bei Backups ist das Alter ja eigentlich komplett zweitrangig, aber sonst sind es einfach viel zu viele Spieler, die ich da durchschauen muss. Die kann das Spiel nicht mal alle auf einmal anzeigen. Und so wichtig sind die Ersatzspieler ja zum Glück nicht. In der Innenverteidigung hatte ich ja sogar gehofft, dass ich einen neuen Stammspieler finde. Aber stattdessen wird es nur ein mittelmäßig gutes Backup. Renato da Silva, der hat eine 75. Für den habe ich Kevin Ehlers jetzt auch schon freigegeben. Für die 6 habe ich Janko Jankovic geholt. Der ist jetzt nicht so krass, aber ich kann mich echt nicht beschweren. Dafür habe ich einfach schon zu krasse Spieler in den freien Spieler gefunden. Wie hier jetzt auch wieder. Malte Kuhn ist nämlich höchstwahrscheinlich
wahrscheinlich der Regen von Toni Kroos, wird bei uns aber auf der Bank versauern. Im ZM tut sich tatsächlich nichts, da sind unsere Spieler schon zu gut. Einen neuen Stürmer habe ich jetzt aber noch geholt, der ist nur ein minimales Upgrade. Dani Fuentes hat die gleiche Gesamtstärke wie Amos, aber deutlich mehr Potenzial. Amos hatte mal Potenzial, das ist mittlerweile weg. Bei Fuentes wird es auch bald weg sein, aber zumindest in seiner ersten Saison kann er sich auf alle Fälle noch krass steigern. Als linker Flügel könnte ich jetzt einfach den Preacher von Vinicius Junior holen, weil Neymar kann doch eigentlich immer noch offensiver Mittelfeldspieler spielen und der kann nur linker Flügel. Ich werde ihn aber nicht holen, weil sein Potenzial nur kaputt geht. Stattdessen hole ich den hier. Der ist wahrscheinlich sogar besser von der Gesamtstärke her. Also jetzt sofort sowieso, aber wahrscheinlich langfristig auch. Und dafür hole ich auf dem rechten Flügel ja jetzt den Regen von Mahrez. Und damit ist das Team jetzt aber endlich komplett. Und jetzt kann sich auch die Bank und die Reserve endlich sehen lassen. Und damit greifen wir jetzt an in Richtung Champions League Titel. Haben in der Gruppenphase hoffentlich direkt alles auseinandergenommen. Also es sollte zumindest mal niemanden wundern. Allein bei der sehr, sehr krassen Offensive. Aber in der Bundesliga sind wir nur Vierter. 9 Punkte hinter Dortmund. Im DFB-Pokal sind wir auch schon raus. Also im EFC ist das ganz, ganz komisch. So viel schwerer als die Jahre zuvor. Und in der Champions League stehen wir im Achtelfinale. Also ehrlich gesagt hatte ich schon Angst, weil die Ergebnisse echt nicht so gut waren. Wir haben 3-mal gewonnen und 3-mal verloren. Am Ende reicht es gerade so für den Einzug in die K.O.-Runde. Und das mit der Mannschaft hier. Also man braucht dieses Jahr irgendwie wirklich eine überkrasse Truppe. Und ich achte jetzt auch schon immer drauf, dass niemand unglücklich ist über seinen Vertrag. Weil ich glaube, die spielen wirklich besser, wenn die Moral höher ist. Und aktuell sind unsere Spieler zufrieden und sogar eher im oberen Bereich zufrieden. Also die sind schon fast glücklich. Die Spieler in der Startelf vor allem. Da ist bei den allermeisten die Stimmung gut und dementsprechend schlagen wir Lazio 2:1 zu Hause. Aber Lazio zu schlagen ist auch das Allermindeste. Mit unserem Team, in dem vor allem auch noch so extrem viel Potenzial drin steckt. Trotzdem wird es knapp in der Champions League. 1:1 im Rückspiel. Insgesamt gewinnen wir mit 3:2 also. Aber die Hauptsache ist, dass wir im Viertelfinale stehen. Gegen den FC Bayern, gegen die wir auch gerade noch in der Liga gespielt haben. 1:0 gewonnen. Ich hoffe wirklich, dass das ein gutes Zeichen ist für die anstehenden Partien in der Champions League K.O.-Phase. Aber das Hinspiel. Wir gehen unter mit 3:0. Verlieren danach auch direkt gegen Frankfurt. Die Moral ist im Arsch. Und es braucht jetzt wirklich ein Fußballwunder, wenn wir hier noch weiterkommen wollen. Wir brauchen 3 Tore Unterschied Sieg, aber wir gewinnen nicht mal. Wir schießen nicht mal ein Tor gegen den FC Bayern und fliegen sang- und klanglos raus. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber vielleicht sind unsere Spieler noch zu jung. Die brauchen noch ein paar Jahre. Also im besten Fall nur noch eins. Wurden wir wenigstens deutscher Meister? Nein. Nicht mal ansatzweise. Wir wurden Vierte, wobei der Abstand auf den ersten jetzt immerhin nur 5 Punkte beträgt. Aber schon langsam kann man das doch erwarten von dem Team, dass wir mal irgendeinen Titel gewinnen. Das ist so krass in EFC. Jetzt wird die Challenge wahrscheinlich dieses Mal so lang wie das letzte Mal. Nicht, weil es so viel schwieriger ist, so ein gutes Team zu bekommen, sondern einfach, weil das Team dann irgendwie nie performt. Also ich meine, dieses Team, was wir jetzt gerade haben, das hätte in FIFA 21 einfach nur komplett alles auseinandergenommen. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, woran das liegt, dass es in EFC 24 so viel schwerer ist. Wir starten einen neuen Anlauf in der mittlerweile 6. Saison. Ich werde jetzt aber wirklich nur noch absolute Top-Spieler verpflichten. Wobei er hier noch eine Ausnahme ist. Owusu Oduro kommt als neuer Backup-Keeper, weil dann kann ich Labrovic freigeben, der macht eh nur Stunk. Ach ja, und was ich eigentlich auch mal wieder schauen kann, wir können doch mit Sicherheit neue Mitarbeiter holen. Genau, 4 offene Positionen. Das gibt natürlich nochmal einen extra Boost für unsere Truppe, die genau so zusammenbleibt. Ich habe alles durchgeschaut, da war kein Spieler dabei, der uns wirklich besser macht. Abgesehen eben von Owusu Oduro, aber der ist auch nur für die Stimmung da. Und so gehen wir mit einem guten Gefühl rein in die nächste Champions League K.O.-Phase. In der Zwischenzeit hat sich das Team natürlich noch weiter gesteigert. Dadurch sind wir in der Bundesliga-Tabelle auch gerade endlich mal Erster im DFB-Pokal, aber halt schon rausgeflogen. Also es ist nur noch das Double möglich, aber das wird mir vollkommen ausreichen, weil es wird heißen, dass wir die Champions League gewinnen. Jetzt aber erstmal Juve schlagen, Hinspiel 1:1. Was ja schon immer ein bisschen blöd ist hier mittlerweile, ist, dass man die gegnerische Aufstellung immer nicht so richtig sieht. Deshalb hier, das ist Juventus Turin. Die haben Kolo Muani und der wird jetzt platt gemacht im Rückspiel 2:1. Let's go. Wir stehen wie letzte Saison auch schon im Viertelfinale. Nur ist da der Gegner jetzt deutlich einfacher. KRC Genk. Hinspiel 2:0. Ich denke, hier ist alles klar. Es kann nur einen Verein geben, der ins Halbfinale einzieht. Und das ist Dynamo Dresden insgesamt mit 3:1. Nur noch eine Hürde vom Finale. Und als ob, da wartet jetzt schon wieder der FC Bayern.
Bayern. Und die waren ja letzte Saison der absolute Endgegner. Jetzt können die Jungs zeigen, dass sie nochmal besser geworden sind, weil dass sie daraus gelernt haben, aus dieser bitteren Niederlage ohne ein einziges Tor. Da erwarte ich mir jetzt ganz was anderes und das Hinspiel zeigt direkt 2:0 Sieg. Da kann doch eigentlich nichts mehr anbrennen im Rückspiel. Ich meine, wir nehmen auch in der Bundesliga aktuell alles auseinander. Gewinnt dieses Spiel, Jungs, und wir stehen im Champions League Finale. 0:0 reicht aus. Ich war mir gerade irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ganz sicher. Vielleicht war mein Unterbewusstsein einfach unzufrieden damit, dass wir 0:0 gegen Bayern spielen und nicht gewinnen. Aber wir haben ja gesehen, was letztes Jahr passiert ist. Das ist mehr als gut genug. Im Finale wartet entweder City oder Arsenal. Und ich hoffe, dass wir vorher jetzt noch deutscher Meister werden. Und es ist Arsenal, die sich tatsächlich durchsetzen gegen Manchester City. Damit hatte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Vor dem Finale ist der beste Torschütze bei uns in der Mannschaft Martin, aber da wird es auch bleiben. Denn der hat einen riesen Vorsprung vor Herrera. Bester Vorlagengeber ist Huerta, der eine 93 hier mittlerweile hat. Was ein cooler Spieler. Generell diese mexikanische Flügelzange. Ich finde, die hat richtig, richtig Feeling. Und die hat uns hoffentlich auch zum deutschen Meistertitel geschossen. Genauso ist es. Wir haben am Ende 18 Punkte Vorsprung vor dem zweiten. Also bis auf den DFB-Pokal war das wirklich eine perfekte Saison. Superpokalsieger wird hier Real Madrid. Die Europa League geht an Liverpool. Die Conference League an Sevilla. Und die Champions League jetzt hoffentlich gleich an Dynamo Dresden. Ist das Ende dieser Sprint to Glory oder geht's noch weiter? Wir spielen einfach im San Siro. Also viel geiler hätte das Stadion echt nicht sein können. Und wir dürfen es sogar von außen sehen. Hier die Fans von Arsenal. Arsenal gegen Dynamo Dresden. Das ist mein Champions League Finale. Um den Pott geht's hier. Und den holen wir uns jetzt bitte. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich diese ganzen freien Spieler so zocken lassen. Das muss doch eigentlich direkt auf 1:0 sein. Es ist der Franzose Martin. Und der war echt ein absoluter Glücksgriff. Und das zeigt sich auch in diesem Finale direkt wieder. Hier kommt Huerta. Heilige Scheiße, ist Huerta schnell. Huerta, Huerta, Huerta. Immer noch Huerta. Leider ist Martin in der Mitte nicht so richtig gut mitgelaufen. Jetzt ein Versuch von Arsenal aus der Distanz. Deren erster gefährlicher Abschluss. Die versuchen jetzt hier voll auf Pressing zu setzen. Aber dadurch können wir kontern und wir können gut kontern. Martin, wer sonst? Ey, ich war mir sicher, dass das 2:0 ist. Aber 1000% sicher war ich mir. Knappe 20 Minuten jetzt noch. Es steht immer noch 1:0. Aber Arsenal wird zumindest vom Gefühl her immer gefährlicher. Denn die werfen wirklich alles nach vorne. Und wir müssen dem irgendwie standhalten. Aber unser Team steht richtig gut. Theo Hernandez. Patino nicht schießen lassen in der 91. Das gibt's doch nicht. Vor allem war das jetzt auch kein so einfacher Abschluss. Den setzt er überragend in die lange Ecke. Wir brauchen eine Verlängerung. Und in der ist es jetzt halt schon so, dass ich mega ungern auswechsle und es deshalb auch nicht tue. Und die zeigt halt jetzt schon, dass unsere erste Elf deutlich, deutlich besser ist als unsere Bank. Weil ich habe gar keine Lust, hier auch nur einen Spieler auszuwechseln. Einfach weil der Qualitätsverlust zu groß wäre. Zum Beispiel Forster, der Rechtsverteidiger. Forster, der Rechtsverteidiger. Passt nicht gut in die Mitte. Aber es kommt leider kein Tor raus. 112. Spielminute. Herrera geht ab, Herrera geht ab, Herrera spielt einen guten Pass. Bitte, Martin, let's go! 114. Wir sind wieder vorne. Und jetzt eskaliert ihr natürlich alle komplett. Sogar ich als Trainer bin mit dabei in der Jubeltraube. Komm, und jetzt einfach nur voll fokussiert verteidigen. Nicht so wie vorhin. Deshalb habe ich jetzt auch extra nicht mehr kommentiert. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Dynamo Dresden schlägt Arsenal mit 2:1 und wird Champions League Sieger. Und das nur mit freien Spielern. Und ich finde, es hat echt richtig Bock gemacht. Wir haben viele coole Spieler mit drin gehabt. Auch eigentlich gar keine Standardtalente. Und das ist ja schon immer eine mega coole Sache. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr den Spielstand hier haben wollt, dann könnt ihr gerne Mitglied werden bei mir. Da könnt ihr mich auch zusätzlich finanziell unterstützen. Und bei Level 2 bekommt ihr alle meine Spielstände, so wie auch den hier. Ihr könnt dann theoretisch auf dem PC zocken, wenn ihr Bock habt. Ja, die Challenge war natürlich jetzt bei Weitem nicht so schwer wie in FIFA 21, schon klar. Aber kann ja echt nichts dafür, dass EA das geändert hat. Und die ganzen Mechans jetzt auf einmal freie Spieler sind zu beginnen. Von den Jubelszenen hier im Stadion zeige ich euch jetzt nur noch die hier, weil ich euch natürlich auch noch ein bisschen was von der Busfahrt durch Dresden zeigen will. Da ist er, der Meister und Champions League-Sieger aus Deutschland. Und wie einst ein weiser Mann gesagt hat, Licht am Fahrrad, Dynamo. Nach dem Motto haben wir hier gearbeitet und es hat echt richtig gut funktioniert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Bernie. Und hier kannst du jetzt direkt mein letztes Video abchecken. Das ist eine Folge der Bielefeld-Karriere. Da soll so ein Rechtsverteidiger-Talent einfach unsere Saison retten. Also kann ich euch empfehlen. Ansonsten, falls ihr schon gesehen habt, ist hier auch noch ein Video.